Was mich aber am meisten aufrichtet und guten Mutes erhält, ist, dass ich ein ehrlicher Deutscher bin. Wolfgang Amadeus Mozart. Und so, wie sich der wohl berühmteste Sohn Österreichs selbst bezeichnete, so sehe auch ich die Österreicher, nämlich als Teil des deutschen Volkes. In diesem Video möchte ich auf eine Frage eingehen, die bei Diskussionen um Deutschland, Österreich und das deutsche Volk immer wieder auftaucht. Sind Österreicher Deutsche? Ich habe schon vorab geäußert, was ich denke, aber natürlich möchte ich das auch begründen und ordentlich erklären. Im Laufe der Jahre habe ich zudem einige solche Erwiderungen von Österreichern und Deutschen gelesen, auf die ich hier ebenfalls eingehen möchte. Ihr könnt auch gerne weitere Punkte in den Kommentaren ansprechen und sachlich diskutieren. Zunächst einmal müssen wir definieren, was ein Volk bzw. Ethnie und ein Staatsvolk sind. Mir fällt auf, dass sehr viele einfach gar keine Ahnung haben, was das genau ist und nur irgendwelche Stammtischparolen nachploppern. Klar, man lernt das nicht in der Schule, aber viele sind trotz klarer Fakten immer noch ziemlich stur, daher versuche ich auch einen kleinen Aufklärungsbeitrag zu leisten. Ein Volk bzw. das oft verwendete Synonym Ethnie ist eine Gruppe von Menschen, die aufgrund kultureller, sprachlicher und abstammungstechnischer Gemeinsamkeiten sowie einer eng verflochtenen gemeinsamen Geschichte miteinander verbunden sind. Ein Staatsvolk wiederum ist lediglich die Anzahl aller Menschen, die in einem Staat leben, also einen Pass dieses Staates besitzen. Die völkische oder ethnische Herkunft spielt hierbei keine Rolle. Es können also verschiedene Ethnien zusammen in einem Land leben oder eine Ethnie kann in mehrere Staaten aufgeteilt sein und genau das ist interessant in Bezug auf uns Deutsche. Außerdem behaupte ich, dass die wahre deutsche Nation eben nicht nur die BRD ist, die nur den größten, aber nicht ganzen Teil abdeckt, sondern der geschlossene deutsche Kultur- und Sprachraum. Diese deutsche Nation kann natürlich in mehrere Staaten unterteilt sein, daher ist es auch unsinnig zu sagen, dass es Deutschland erst seit 1871 gibt. Als modernen Staat ja, aber Deutschland als Nation existiert seit dem frühen Mittelalter in unterschiedlichen Formen. Gehen wir die einzelnen Punkte doch einmal durch. Zuerst die Abstammung. Die Deutschen in der BRD und die Deutschen in Österreich haben die gleichen Vorfahren. Und hier habe ich sehr oft das Argument gehört, dass der Ostteil von Österreich ja einen großen slawischen Einfluss hat. Das stimmt sogar, ist aber völlig unerheblich, denn auch die anderen deutschen Staaten sind nicht rein germanisch. Wer behauptet denn, dass nur Deutsche mit nordischem Ursprung eben solche sind? Ich würde das deutsche Volk wie folgt definieren. Das deutsche Volk entstand nach der Völkerwanderung, bei der sich germanische Stämme in Mitteleuropa mit ansässigen Kelten, Romanen und Slawen vermischt haben, wobei diese nicht-germanischen Bewohner vollständig assimiliert wurden. Wir haben also sowohl ein keltisch-romanisches Element vorwiegend im Süden und Westen, als auch ein slawisches in Brandenburg und anderen Orten im Osten. Dies ist also kein stichhaltiges Argument, da assimilierte Personen von Nachbarvölkern in einem Volk aufgehen können, ohne aufzufallen. Noch genauer werde ich darauf eingehen, wenn es um die Geschichte der Österreicher geht. Als nächstes geht es um Sprache, Kultur, Religion und ähnliches. Ich denke, hierzu muss man eigentlich nicht viel sagen. Die Österreicher sind eine normale kulturelle Untergruppe des Deutschen, wie es auch Bayern, Sachsen, Franken, Rheinländer und so weiter sind. Es gibt ein Dialektkontinuum von Südtirol bis Schleswig und Österreich besitzt lediglich eine Standardvarietät des Hochdeutschen, was im Endeffekt nur bedeutet, dass gewisse Wörter aus dem Dialekt im offiziellen Sprachgebrauch Gültigkeit haben. Also zum Beispiel Paradeiser für Tomaten. Vielen Österreichern ist nicht einmal bewusst, dass ihre Dialektgruppen ebenfalls offiziell bayerische Dialekte sind, und zwar überwiegend süd- und mittelbayerische Mundarten. Kulturell betrachtet gibt es keine harte Grenze zwischen Bayern und Österreich, und auch von den religiösen Traditionen her gibt es keine größeren Abweichungen. Das Argument von wegen die österreichische Kultur ist so verschieden von zum Beispiel der Kultur in Hamburg ist nicht stichhaltig, da alle diese regionalen Unterschiede eine völlig normale Ausprägung innerhalb der deutschen Grundkultur sind. Österreich befindet sich in einem völlig natürlichen Übergang zu seinen deutschen Nachbarregionen und dass man gewisse Eigenheiten der nicht-deutschen Nachbarn übernimmt, ist ebenfalls üblich und an allen Enden Deutschlands zu finden. Als nächstes gehen wir auf den größten Punkt ein, die Geschichte Österreichs innerhalb der deutschen Nation. Ab dem 6. Jahrhundert siedelten sich wandernde Germanen im heutigen Altbayern an, welche sich mit den übrigen Ureinwohnern und ostgermanischen Flüchtlingen vermischten und dort zum neuen Urstamm der Bayern wurden. Diese haben dann von Altbayern aus die Alpentäler bis Südtirol und das Gebiet entlang der Donau besiedelt.
In einer Schenkungsurkunde von 996 wird dann zum ersten Mal Osterrichi, also die Grenzmark im Osten, als Teil Herzogtums von Bayern erwähnt, welches dann erst 1156 durch Kaiser Barbarossa zum eigenen Herzogtum ernannt wurde. In den folgenden Jahrhunderten wuchs Österreich zu einer dominierenden Kraft innerhalb des Heiligen Römischen Reiches heran und die Habsburger regierten mit ihren deutschen Kaisern von 1438 bis 1806, wobei sie genauso wie all die anderen ein deutscher Staat unter vielen blieben und im Gegensatz zu den Niederlanden niemals außerhalb der Entwicklung der deutschen Länder geriet. Auch im 1815 gegründeten Deutschen Bund war Österreich ganz selbstverständlich mit dabei und auch deutsche Patrioten und Burschenschaftler aus Österreich forderten 1848 die Einheit Deutschlands und saßen in der Deutschen Nationalversammlung in Frankfurt. Nach dem Ersten Weltkrieg fasst man dann auch am 12. November 1918 den einstimmigen Beschluss, dass Deutsch-Österreich ein Bestandteil der Deutschen Republik sein solle. Bei den Volksabstimmungen zum Anschluss an Deutschland im Jahre 1921 hat eine überwältigende Mehrheit dafür gestimmt. In Salzburg waren es beispielsweise 98,8%. Jedoch haben die Westmächte die Vereinigung verboten, gegen den Willen der Deutsch-Österreicher. Am 10. April 1938 stimmten dann 99,73% für den Anschluss an Deutschland und auch wenn es sicherlich Einflussnahmen faschistischer Gruppierungen gab, kann man wohl kaum bezweifeln, dass diese auch tatsächlich Teil Deutschlands werden wollten. Denn man sah sich eben selbst als Deutsche in einem separaten Staat. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man sich abgrenzen, um nicht mit den Nazi-Verbrechen in Verbindung gebracht zu werden, und hier liegt auch der Hauptgrund, wieso sich Österreicher oft krampfhaft von ihrem Deutschsein distanzieren, obwohl es offensichtlich ist. Man wollte sich als erstes Opfer Hitlers präsentieren. Außerdem ist es toll für Menschen, wenn sie etwas Besonderes sind, wenn sie sich abgrenzen können, und Österreich ist tatsächlich auch heute noch sehr konservativ und patriotisch eingestellt. Andere Argumente, die ich online hörte, sind zum Beispiel auch: Wieso sollte nicht Österreich Deutschland anschließen und es Großösterreich nennen? Das ist leider unsinnig, auch Preußen hat die neue Nation damals nicht Großpreußen genannt, da Deutschland einfach ein Überbegriff für alle deutschen Staaten und Stämme ist und auch die Trennung nach 1866, als Preußen Österreich bei Königgrätz besiegte, war lediglich eine machtpolitische, dynastische Trennung. Der Staat war zu klein für Hohenzollern und Habsburger zusammen. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass die deutschen Bewohner eines der Staaten aufhörten, deutsch zu sein. Das nach dem Versailler Diktat verstümmelte Österreich ist also nur ein Staatskonstrukt und kein völkisches Konstrukt, da es keine Ethnie Österreicher gibt. Ein ähnlicher Fall wie der von Österreich ist außerdem der mit Südtirol. Sind das Italiener, nur weil sie den Staat zwangsweise nach 1918 wechseln mussten? Natürlich nicht, sie haben nur die italienische Staatsangehörigkeit, sind kulturell und ethnisch jedoch Deutsche. Die staatlichen Grenzen sind also in Bezug auf die deutsche Ethnie hier irrelevant. Auch macht es keinen Sinn, Deutsche und Österreicher zu trennen, wenn man sich die deutsche Südostsiedlung entlang der Donau ansieht. Donauschwaben, Banaterschwaben, Siebenbürger Sachsen, Sudetendeutsche und so weiter gelten alle als deutsch, und zwar auch diejenigen, die im Grenzgebiet zu Österreich lebten oder von dort stammten. Es ist also witzig, dass immer zwei Deutsche darüber diskutieren, ob sie beide auch Deutsche sind. Was die Österreicher noch oft befürchten, ist außerdem, dass man sie heutzutage zwangsweise angliedern möchte. Das ist natürlich Blödsinn, der bloße Fakt, dass wir zum gleichen Volk gehören, bedeutet ja nicht, dass irgendjemand gezwungen wird, der BRD beizutreten, was ich unter Merkel übrigens auch nicht empfehlen würde. Um meine anfängliche Behauptung also noch einmal klar zu wiederholen: Österreicher sind ethnische Deutsche in einem eigenen Staat, in dem sie eine österreichische Staatsangehörigkeit haben und mehr nicht. Ich denke, hiermit habe ich alles Wichtige genannt und wer damit zufrieden ist, kann nun abschalten. Für alle anderen werde ich nur noch ein paar Zitate berühmter Österreicher vorlesen, die sich ganz selbstverständlich als Deutsche betrachtet haben. Denn es ist nicht zu leugnen, dass sich alle Österreicher bis in die 1950er als Deutsch betrachtet haben. Im Übrigen gilt natürlich Ähnliches für Deutschschweizer, Liechtensteiner, Luxemburger oder Deutschbelgier. Es gibt keine Ethnie Schweizer oder Ethnie Liechtensteiner. Soweit von mir, ich hoffe, ihr stimmt zu. Gerne können wir in den Kommentaren diskutieren und bis dann! Auch in unserer Brust schlägt ein stolzes deutsches Herz und niemandem räumen wir das Vorrecht ein, deutscher zu empfinden als wir. Österreichs Krieger reichen durch mich, Preußens tapferem Heer, die Hand zum Schutze deutscher Freiheit, deutscher Größe und vor allem deutscher Einigung durch alte deutsche Treue und Tapferkeit. Feldmarschall Josef Graf Radetzky von Raditz.
Ich verstehe ja die Deutschen, bin ganz für sie, ich bin doch selbst ein Deutscher. Karl der Erste, Kaiser von Österreich 1917. Von allen Idealen ist mir nur mehr eines geblieben, meine Nationalität. Diese lasse ich mir nicht rauben. Ich war, bin und bleibe ein Deutscher. Niemand wäre glücklicher als ich, unsere alte Monarchie, wie sie war, wieder erstehen zu sehen. Leider muss ich diese Möglichkeit bezweifeln und perhorrestiere jede Kombination, in der Fremdnationale uns Deutschen den Strick um den Hals legen oder uns zwingen würden, gegen Deutsche zu kämpfen. Es ist Zeit, dass wir Deutsche Österreichs uns darauf besinnen, dass wir Deutsche sind. Franz Graf Konrad von Hötzendorf. Wir sind in Wien, dem glücklichen Sitze einer Nation, die darauf stolz ist, dass sie eine deutsche Nation ist. Josef Freiherr von Sonnenfels 1770. Ich bin der Kaiser Österreichs, ein deutscher Fürst, Kaiser Franz Josef. Österreich bleibt deutsch, Karl Renner. Und auch Friedrich der Große hat gesagt, eine Schande, dass zwei Völker desselben Blutes sich bekriegen. Und auch die große Landesmutter Maria Theresia schrieb einst an ihre Tochter, vergiss niemals, dass du als Deutsche geboren bist und bemühe dich, die guten Eigenschaften zu bewahren, die unser Volk kennzeichnen. Im Herzen bleibe stets eine Deutsche durch deine Geradheit. Und in den Befreiungskriegen sagte man, unsere Sache ist die Sache Deutschlands. Mit Österreich war Deutschland selbstständig und glücklich. Nur durch Österreichs Beistand kann Deutschland wieder beides werden. Napoleon. Ich bin im Felde aufgewachsen und ein Mann wie ich schert sich wenig um das Leben einer Million Menschen. Die Franzosen können sich nicht über mich beklagen. Um sie zu schonen, habe ich die Deutschen und die Polen geopfert. Ich habe in dem Feldzug von Moskau 300.000 Mann verloren. Es waren nicht mehr als 30.000 Franzosen darunter. Metternich erwidert, Sie vergessen, Sire, dass Sie zu einem Deutschen sprechen. Schwört auf der Heimat heiliger Scholle, Deutsch soll sie bleiben, komme was wolle. Komme was wolle, Glück und Leut, Deutsch soll sie bleiben in Ewigkeit. Ottokar Kernstock, österreichischer Dichter. Dem Deutschen kann nur durch Deutsche geholfen werden, fremde Helfer bringen uns nur tiefer ins Verderben. Der erste Wiener Turnverein. Die italienischen Gebiete sollen sie haben, aber keine Handbreit deutschen Bodens. Franz Josef I. während des Ersten Weltkrieges. Wenn ich von Deutschen spreche, meine ich immer die Deutschen jenseits des Inns und diesseits des Inns. Auf beiden Seiten lebt dasselbe Volk. Ignaz Seipel, zweimaliger österreichischer Bundeskanzler.